So, kleine Geschichte da oben. Jawohl, das ist toll. So geht es, Leute, so läuft es. Wir gehen zum Beacon. Und was? Recharge the Beacon? What? Sollte der nicht ready sein? Na, machen wir mal. So, dann werden wir das einnehmen. Oh, eine neue Map, die kenne ich noch, oder? Sehr interessant. Werden wir einnehmen. Ah, ja, die kennen wir schon. Coole Map. So, dann nehmen wir den hier. Den da hinten. Und wir nehmen den da. Der haut gut rein. Und damit es ein bisschen lahmarschiger vorangeht, nehmen wir noch einen Glugana. So, let's go! Wave 1 von 14! Gibt nichts über geile Mucke. So, dann machen wir Flächendamage. Hilft schon mal sehr viel. Der gleistert alles voll hier, der Schmierand. So, dann werden wir den nochmal upgraden. Oh. Nehmen wir gleich noch mehrere. Tech-Shooter sind immer gut. Nummer 4. Und Nummer 5. So, da kommt jetzt nichts mehr eben durch. Oh. Marking. Scheiß Camouflage. Natürlich ärgerlich. Wir müssen ein Dorf vielleicht bauen. Ach, scheiß drauf. Wir bauen einfach hier die Spike Factory One aus, dann passt es schon. So, dann bauen wir noch ein paar Deckshooter. Wir brauchen noch mehr Damage. Noch Kohle haben wir ja, das ist nicht das Problem. Dauerdamage hier. Gibt es jeden Millimeter Damage wie Sau. Es ist Damage pur hier. Jetzt kommen Bosse auch noch. Aber selbst sie kriegen ordentlich Damage hier. Jeder Millimeter ist hier mit Damage ohne Ende verbunden.
So, dann bauen wir einen Sniper für die Bosse. Wie viel haben wir? War schon knapp, muss ich ehrlich zugeben. Gegen Bosse sollte man so eine Kanone hin, ne? Aber ich brauche jetzt mal den Sniper aus. So, dann bauen wir nur einen zweiten Sniper und dann passt das schon. Aufs Maul von den Snipern. Bauen wir nur einen dritten Sniper. So, bei 14 haben wir. Nehmen wir aber wirklich mal eine Kanone. So, Nachlegeparty zur Sicherheit. Und geschafft. War schon eine knappe Sache, das muss man sagen. Aber hat super funktioniert. So, wir gehen gleich auf den Boss. Ich möchte hier nur was bauen. Schauen wir mal was. Klug an der Rechen 2. Einen Ingenieur bauen wir dahin. Der kommt in den Berg rein. So, auf geht's. Boss fisten. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger wie vorher, aber okay. Den mal ein bisschen upgraden hier. Dann nehmen wir eine Spark Factory, die geben wir. Ich überlege gerade, wo wir die hingeben. Hier, das soll gleich richtig Rums machen in der Hosen. Kommt der Scheiße schon. Kriegt. So, dann werden wir das einmal nehmen, dass er mehr raushaut. Bis zur Hälfte muss er runter hier, dann haut es hin. Nicht ganz geschafft, aber geht. Würde ich sagen. So, dann werden wir hier was angehen. Das nehmen wir auch nochmal. So, jetzt haut der richtig raus da. Macht den alle! Jawohl, wir hätten gleich die rechte Seite nehmen sollen, nicht Dedel. Das ist ja ein Boss, ne? Aber schön gemacht haben wir es trotzdem. Läuft, 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 läuft. Wir haben das. So, jetzt machen wir ein kleines Bossbäuschen. Ne? Wir müssen ja nicht immer die Bluestones rauspfeffern. Und wir schauen uns an, was wir hier für geile Packages haben.
1 und 2 und 3 und 4. So, den 10er, den lassen wir unkommentiert. 30 Blunsabotage, 80 für den Zauberer und 80 für den Dart Monkey. So, was kriegen wir noch Feines? Kiste, Sesam, öffne dich. 1, 2, 3, 4. Also gelb und hellblau ist am besten. 10 für die Spike Factory, oh, das ist so eine Art Toastpreis. Der Sniper kriegt 10, der Flieger kriegt 30 und der Supermonkey 80. Okay. So. Das ist doch ganz gut gelaufen. Bin mir sicher, da kann man sich nicht beschweren. So, was machen wir jetzt? Wir könnten das hier einnehmen. Machen wir auch gleich. Bisschen Gebietserweiterung, sage ich mal. So, du gehst hier hin. Bananenfarm ist, glaube ich, nicht verboten. Nö. So, Shell upgraden. Geht's hier aus, knapp aber doch. Oh, sau knapp. Also wir sind in der Wave 2 von 26. Dann gehen wir den dahin. Den ein bisschen upgraden. So, dann machen wir gleich die zweite Farm. Zumindest mal hinstellen. Geht sich nur aus, dass wir das machen. Und dann müssen wir wieder was bei den Toren machen. Oh, das ist ein bisschen viel. So, dann haben wir einen Ninja Magie. Der hilft schon viel. Kann man das hier upgraden? Sehr schön, so jetzt upgraden wir hier mal. Gegen Stahlblunz brauchen wir auch langsam was. Da würde ich sagen, wir nehmen so einen da. So schön auf den stärksten gehen. Dritte Farm. Ja, es sieht allgemein ganz gut aus. Muss man natürlich schon nochmal klarkommen, aber ich denke, das wird was. Mucke läuft auch. Geile Mucke vor allem. So, was nehmen wir jetzt? Jetzt werden wir den ein bisschen upgraden hier. Beziehungsweise den da.
vierte Palme ist er. Ah, ich muss nachlegen, wie es auch. Fickt euch, ihr Drecksbloons. Ach, scheiß drauf, Leute. Ich mache einen Cut hier, weil ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal probieren. Und wir sehen uns dann in einem anderen, weiteren Part. Was wir aber noch machen, ist Geld kassieren. So, wo ist das? Da, und zwar Haufen Kohle. Zack, boom, bang, bash, bang. Und natürlich in der zweiten City auch. Das ist doch vollkommen klar. So, gibt's auch noch ein bisschen was zum Kassieren. Wie schaut's mit den Upgrades aus? Gehen wir alles durch, vielleicht ist irgendwas brauchbar. Das da wollten wir eh haben, ne? Das machen wir jetzt. So, beim Gluganer wäre das dann nice, aber das kostet mir ein bisschen zu viel. Wie sieht's denn hier aus? Was kostet das? 5000, wurde. So teuer. Das da? Auch 7,5, okay. Ja, schauen wir weiter, was kostet. Was brauchbar ist. Na, mehr Banane. Ist auf jeden Fall, mit dem können wir was anfangen, Leute. Was haben wir denn da noch Schönes? Eine dickere Kanone, da sind wir dabei. Und eine Ananas kriegt der dann. Forschung vor der Wind. Jo, läuft. Einmal nur abräumen. Wir sehen uns dann, Leute. Haut rein. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.